Ich begrüße euch zur Folge Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir das Jägerversteck, was irgendwo da unten liegt, abgeschlossen. Haben den Donnerhelm, hieß er doch, glaube ich, zurückgeholt und wollen ihn auch heute höchstwahrscheinlich zurückbringen nach Gerudos Stadt. Aber ich wollte mich noch hier ein bisschen im Gebirge umgucken, bevor ich das mache. Und deswegen sind wir hier. Und ja, das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Hier sind scheinbar ein paar Moblins. Machen wir ein bisschen Bumm hier. Warum habe ich Feuerpfeile? Hab eigentlich reichen dann normale Pfeile. So, und ja. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um, würde ich sagen. Bevor wir zurückgehen nach Gerudo. Ich glaube, ich soll ein bisschen aufpassen, weil ich habe halt nicht die beste Rüstung an. Und vor allem bei Eispfeilen könnte das mein Tod sein. So, tschüss, du Pisser. Den müssen wir schon haben, genau. Oh, das ist eine Truhe. Wundervoll. Komm mal raus aus dem Eis. So, sehr schön. Da hinten ist noch eine Truhe. Holen wir uns natürlich auch. So, und ich will noch kurz was sagen, was ich am Ende des letzten Parts schon gesagt habe, aber vielleicht hat da nicht jeder bis dahin geguckt, deswegen will ich es nochmal kurz erwähnen. Sachen zum Uploadplan. Breath of the Wild kommt jetzt auf jeden Fall jeden Dienstag und Donnerstag. Und wenn ich es schaffe, auch Samstag. Und wechselt sich damit halt zu Xenoblade X ab. Ist ja auch irgendwo eine sinnvolle Sache, sag ich mal, wenn sich zwei Open-World-Spiele immer so ein bisschen abwechseln. So, deswegen ergibt das für mich Sinn und deswegen werden wir das wohl auch so machen. Oh Gott, ich brenne. Haben sie jetzt selbst in die Luft gejagt? Weil eigentlich wollte ich gerade das Fass in die Luft jagen. Eigentlich. Oh Gott, Hilfe. Das ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Irgendwas cooles. C-Max-Heilung meinetwegen. Erhöhen. So. Ja. Das war nicht so, wie es laufen sollte. Komm, stirb. Hör auf mich rumzutreten. Und stirb einfach. Sehr schön. Und ja, das wollte ich mal erwähnen mit dem Uploadplan. Und jetzt können wir weitermachen hier mit unserem wundervollen Gameplay und der Erkundung des Gebiets hier. Was hat er fallen lassen für ein Schwert? Das ist ein Ritterschwert. Das nehme ich gern mit. So. Da ist noch so ein Spinner. Ich will ins Gesicht schießen. Ja, ich habe letztens, oder das heißt letztens, heute, für mich heute, für euch, vor ein paar Tagen, ich nehme den Part hier am Sonntag auf, habe ich ein relativ spannendes Interview gelesen mit den Komponisten von Breath of the Wild, beziehungsweise es war kein Interview, es war quasi so eine Zusammenfassung von einem Interview auf Endtower. Und habe ich durch Zufall gefunden, weil es in meiner Twitter-Timeline war und ich mir dachte, okay, das könnte spannend sein. Weil ich persönlich bin ja nicht so der große Fan von der Musik aus Breath of the Wild, weil es einfach größtenteils kaum Musik gibt. Und das finde ich persönlich eben ein bisschen schade, weil ich mag die Zelda-Musik sehr gerne. Und da Breath of the Wild eben kaum Musik hat, nervt mich das so ein bisschen. Ich meine, die Musik, die zwar da ist, die ist okay, aber die ist meistens auch eher so in den Hintergrund gestellt, sage ich mal. Und das liegt eben, das ist ein schönes Bild, das liegt eben auch daran, an diesem Open-World-Setting von Breath of the Wild, Schnee-Octorok.
Ja, ist mir egal, dass das mit hässlich ist. Das liegt eben mit an diesem Open-World-Setting. Das war mir auch schon vorher klar, weil sie eben gesagt haben, ja, okay, wenn wir jetzt hier eine Open World haben und in der Overworld irgendwie so ein altes Hyrule-Theme oder so laufen lassen, das passt einfach nicht dazu. Und ich kann das verstehen, was sie damit meinen. Es würde halt nicht passen, wenn es meinetwegen hier das Overworld-Theme aus Twilight Princess rumlaufen würde. Also es würde nicht, das Theme würde nicht laufen, sondern es würde jetzt hier quasi laufen. Ihr wisst, wie ich das meine. Das war ein bisschen doof formuliert, einfach nur. So, es würde einfach nicht passen, wenn der Track hier laufen würde, zum Beispiel. Einfach, weil die Welt halt viel massiver ist. Und so weiter und so fort. Habe ich auch schon mal, okay. Und ja, deswegen hat man sich dazu entschieden, größtenteils eben keine Musik zu machen. Und die man eben macht, ist eher so im Hintergrund gestellt. Außer eben sowas wie die Kampfmusik oder die Bossmusik oder sowas in der Richtung. Und ja, die haben sich da halt wirklich einiges an Gedanken gemacht, warum sie die Musik jetzt genauso machen, wie sie es gemacht haben. Und das denkt man halt so gar nicht, weil es wirkt halt so wie so ein bisschen nicht einfallslos, aber es wirkt einfach so wie, ja, mal kurz gemacht die Musik, aber die haben sich wirklich viele Gedanken gemacht dabei, wie sie eben die Soundgestaltung in diesem Spiel hier machen. Ich kann euch nur irgendwie empfehlen, das Interview mal zu lesen. Wenn ich dran denke, packe ich es auch in die Beschreibung, den Artikel. Falls ich es vergessen haben sollte, dann erinnert mich gerne auch mal dran. Das dauert mir gerade ein bisschen zu lange hier, dass das schmilzt. Kann ich das eventuell verschnellern? Ja, sehr schön. Na komm. Ist da irgendwas dahinter oder so? Ich weiß es nicht. Ich würde es einfach machen. Vielleicht ist da ein Krug drunter oder so. Keine Ahnung. Ja, guck mal. Wusste ich doch. Konnte ich mir denken. So. Ich meine, ich will eh nicht alle 900 Crocs suchen. Ich weiß zum einen eh, was die Belohnung ist. Das wurde einfach damals, als das so zum ersten Mal gefunden wurde, halt einfach von allen Newsseiten geführt geschrieben und deswegen konnte man dieser News gar nicht aus dem Weg gehen. Aber ich werde es trotzdem nicht sagen, falls es wirklich wer noch nicht weiß und ich halt nicht spoilern möchte. Und ich sag's mal so, es lohnt sich halt nicht wirklich für die Belohnung das zu machen. Und ganz ehrlich, das wäre mir auch viel zu zeitintensiv, da Ewigkeiten rumzusuchen, bis ich da alle Crocs habe. Ich meine, alle Schreine finde ich voll okay, das machen wir auch. Das will ich auch definitiv machen. Dass wir uns alle Schreine vorknöpfen, weil das ist halt zum einen machbarer und zum anderen ja, bringt das auch irgendwas, weil man damit eben die Herzen und die Ausdauer erhöhen kann. Und alle Crocs sehe ich da eher als sinnlose Zeitverschwendung an. Na komm. Sehr gut. Aber kein Kopftreffer leider. Stirb doch jetzt endlich. Oh, die Trottel haben es gemerkt. Jetzt werfen die Schneebälle auf mich. Oder ich nenne es mal Schneekugeln, weil Schneebälle sind ein bisschen kleiner normalerweise. Ja, wir können gerne Schneeballschlacht machen, aber ich hantiere mit anderen Waffen rum als Schneebällen. Nur mal so nebenbei. Hi. So, habe ich dich schon mal fotografiert irgendwann? Ja.
So, komm. Okay, fahr halt runter, ist mir auch egal. So, kann ich dich eventuell von hinten überraschen mit einem geilen Kopftreffer? Natürlich, sehr schön. Kann ich auch die Schneebälle auf die werfen? Komm mal her. Ich treffe nicht, manche Idiots. Wow, die können Eiskristalle spucken. So, hier, bam. Oder auch nicht bam. Sehr schön, das war mein Treffer. Oh Gott. Es gefällt mir alles gar nicht, was hier gerade passiert. Ich soll noch ein bisschen auf meine Gesundheit achten. So. Sehr schön. Wo kommst du jetzt her? Hey. Bam, voll in den Kopf rein, sehr schön. Wow, ich treffe nicht mal. Ups. So. Was habt ihr immer schon getroppt? Nichts Besonderes. Schade. Okay, gehen wir weiter. Nach oben. Hier war noch einer, oder? Nee, scheinbar nicht. Nur noch die Drops von dem anderen Trottel. So. Meine Pfeile sind scheinbar auch weg, die ich hier hochgeschossen habe, leider. Aber ich bekomme neue, das ist doch sehr schön. 31. Okay. Da liegt doch was. Oder glitzert das Zeug hier, der... Ja, da ist der Boden glitzert wahrscheinlich irgendwie. Warum mal der Bernstein jetzt herkam? Ich habe absolut keine Ahnung. So. Hoch auf den Berg. Wo sind wir eigentlich gerade? Irgendwo, im Nirgendwo. Was habe ich mit da markiert? Ist das der Turm oder ist das irgendwie ein Schrein? Wir haben noch drei Gebiete, wo wir den Turm irgendwann mal finden müssten. Aber ich hatte ja eigentlich absichtlich noch nicht direkt gesucht, weil ich ja noch nicht die ganze Worldmap aufgedeckt haben wollte. Was ist das hier eigentlich? Klarrock. Sehr schön. Rock wegen Stein halt und klar wahrscheinlich so. Ja, wegen Eis. So, hier ist auch irgendwo ein Schrein scheinbar. Den nehme ich gerne mit, wenn wir schon mal hier sind. Wenn ich ihn finden würde. Das heißt noch überall diese Dinger. Kann man die irgendwie besser aufmachen als mit so einem... Kann man die vielleicht einfach aufschlagen mit einem Zweihänder? Oh, manchmal das Königsschwert hier. Nee, man muss da wirklich Eis für... Quatsch. Feuer für haben. Ja, Feuerpfeile habe ich kaum mal welche halt. Und das bringt eben kaum was. Reichen auch Bombenpfeile? Nur mal so als Frage. Ich spreng mich selbst weg, ich Idiot. Ich hab's schon gemerkt. Warum bleibe ich auch daneben? Bringt das? Ich erkenne es nicht ganz. Ja, es bringt effektiv was. Okay, sehr gut. Dann machen wir das so. Was war das? Ach, so wieder so ein dummes Mistvieh. Stirb. Also Octoroks haben für mich wirklich in dem Spiel den meisten Hass verdient. Einfach weil sie absolut schreckliche Gegner sind. Oh man, nein. Nichts mit ihm zu tun haben möchte. So, komm, schmelz schneller. Los. Sehr schön. Ein weiterer Rock. Tschüss. Ich glaube zwar kaum, dass noch direkt einer hier sein wird, wenn ich das jetzt wegsprenge, aber wer weiß, was da drunter ist. Oh.
Ist es gerade zerploppt? Nee. Eingefrorene Maxi-Barsch. Was auch immer der eingefrorene Kristall macht. Wo zum Teufel ist der Schrein? Ich verstehe das Radar nicht so ganz irgendwie. Hier unten irgendwo oder was? Ist die Richtung auf jeden Fall nicht. Es muss schon irgendwie die hier sein. Ach, vielleicht da eingefroren. Bei den Viechern. Au. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Das passiert. Kann ich das überhaupt so aufmachen? Wird das kleiner? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nämlich nicht. Aber das kann ich doch niemals doch aufschmelzen, kann ich. Oh, mit Bombenpfeilen scheinbar nicht. Ja, da ist der Schrein drin, alles klar. Jetzt habe ich ja keine Feuerpfeile mehr. Gehen eventuell jetzt Bombenpfeile? Sieht nicht so aus. Ja, gut, dann. Sorry, dann muss ich jetzt hier mit meinem Schwert daneben stehen, oder was? Hä? Das geht wahrscheinlich an nicht, oder? Doch, ich glaube, das Ding wird kleiner. Ja, aber sehr langsam. Kann ich da eventuell schon rein? Nee, nicht ganz. Oh Gott. Da gibt es doch bestimmt eine einfache Möglichkeit für, oder? Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ding hier aufgetaut ist. Es kann noch eine Weile dauern, habe ich so ein Gefühl. Oh, es ist kaputt. Das hat auch nicht ewig gedauert. Holy shit. Ich würde sagen, den Schrein machen wir heute noch und dann beende ich den Part erstmal. Gott verdammt. Das ist halt auch nicht feierlich gewesen gerade. Aber okay. Gut. Was haben wir jetzt hier? Mit Feuer. Warum schmilzt er nicht von innen? Reiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Okay. Muss ich das Eis jetzt an dem Feuer vorbeibringen oder was? Sehe ich das richtig? Wo soll ich überhaupt hin mit dem Eis? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier Möglichkeiten, das Feuer irgendwie auszuschalten? Hier so einfrieren, genau. Bräuchte ich Wasser für. Einfach anhalten, das Feuer. Ne, geht auch nicht, scheinbar. Moment, dich kurz beseitigen. Sehr schön. Also, was soll ich tun? Hier ist auf jeden Fall ein Eisblock, das sehe ich. Da ist eine Schatzkiste. Komm mal. Du schmilzt, weil ich eine Feuerwaffe habe, oder was? Oder warum schmilzt du? Ich
Die Nice-Waffe. Ja, das liegt daran. Okay, Moment. Da würde ich den ganz kurz komplett wegschmelzen. Ja, weil ein neuer kommt. Perfekt. So. Dann komm einmal ganz kurz her. Weil ich glaube, mit dir an die Truhe ranzukommen. Link. Link. Link! Geh auf den... Geh. Geh. Ja. Perfekt. Ein Eisschwert. Das ist doch schön. Ja, Compact Feuerschwert weg, das ist eh fast kaputt. Und ich habe nur eine Feuerwaffe, nämlich die ganze, deswegen. So. Schmilzt jetzt der Eisblock wegen. Ja, dem Feuerschwert. Das ist echt ganz nett gemacht. Das ist wirklich. Also, warte, könnte ich ihn wieder größer machen? Jetzt ist er eh kaputt. Kann ich den größer machen oder so? Nee. Okay, alles klar. So, wo soll der hin? Okay, ich kann ihn auch nicht wirklich hochwerfen oder so. Ich soll mich vielleicht nicht... Mach den mal bitte kaputt hier, den Block. Ich habe ihn schon ein bisschen kleiner gemacht. Das ist bestimmt nicht so eine gute Idee. Wo muss ich ab hin damit? Ich habe keine Ahnung. Ich bekomme ja auch scheinbar immer nur... einen... Block. Was machst du denn? Ich kann ihn nicht irgendwie verschieben, wenn ich aber gegenlaufe. So. Okay, ja, der ist glaube ich schon zu klein dafür, dass ich hier was machen kann. Mach ihn mal ganz weg, ich will wieder einen neuen haben. Muss ich wirklich alles alleine machen? Los, stirb. Kaputt. Geh weg. Niemand braucht dich. So. Neuer. Ah, ich kann hier einfach hochlaufen, ich Idiot. Ja, So einfach müsste man das nicht mal machen. Kann ich das hier irgendwie ausschalten? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwie an den... Jetzt hier im Slalom vorbei. Kann das sein? Sieht so aus. Okay. Dann muss man einfach hier auf den richtigen Moment warten. Schätze ich mal. Perfekt. Okay. Was kommt jetzt hier auf mich zu? Kann ich geduckt mit dem Lauf? Warte mal. Nicht so. Wie ducke ich mich nochmal? Ach, Stick stimmt. Ja, Stick rein. Drücken. Aber okay, ich kann nicht geduckt mit dem laufen. Kann ich die denn irgendwie ausmachen? Ja, kann ich. Also auch immer hier Brodent heiße Lava macht. Ich habe keine Ahnung. Ignorieren wir das einfach und machen die Flammen erstmal aus. Hallo? So. Perfekt. Dann legen wir den kurz hier ab. Und bringen Mr. Blocky bisschen... Bitte schieb ihn auch nicht runter. Den Eisblock. Bisschen weiter. Perfekt. So. Dann legen wir ihn jetzt hier ab. Wundervoll. Du kommst zurück in dein Fachgebiet, nämlich die Lava. Wow, fall nicht runter. Das tut mir hoffentlich als Brücke Dienst oder so. Nochmal. Ich habe halt keine Ahnung, ob das so funktioniert irgendwie. So. Ich hoffe, Link springt da irgendwie so halb drauf. Ja. Jetzt werfen wir hier rüber. Perfekt, okay. Nein, 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 nein.
du gehst nicht an das Feuer dran, du gehst nicht da dran. Das war jetzt fast ein bisschen knapp. Was kommt jetzt? Da unten ist die Truhe, bei der ich vorhin war. Okay. Brauche ich hier jetzt auch wieder Mr. Plocky als Hilfe, oder was? Ich hole ihn einfach mal wieder raus. Aus der kochend heißen Lava und hoffe mal, dass er mir hier gute Dienste erweist, weil der hängt fest. So. Ja, so halb. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja. Ja. Hier ist sogar eine Leiter. Das ist spannend. So überlebt Mr. Plocky das auch. Ja, okay, alles klar. Das heißt, es ist nicht zu heiß für ihn oder so. Was mache ich jetzt hier? Brauche ich auch wieder Mr. Plock? Nee, das macht ja gar keinen Sinn, weil wie will ich denn da vorbeikommen? Ich kann ihn erstmal zur Hilfe irgendwie ranholen. Komm mal ran, kannst du jetzt hier irgendwas ausrichten? Ups, das war falsch. Nein, sieht nicht so aus. Klar, kann die ein bisschen abdämmen und so, aber... mehr auch nicht. Ich schätze mal kaum, dass er hier oben bleiben kann. Wobei, ich kann auf jeden Fall durch. Aber mein Eisberg kann ich hin. Hier muss ich hin. Hier muss ich hin. Wie mache ich das jetzt? Gibt es hier irgendwo einen Ausschalter für die Flammen oder so? Ich habe gerade echt keine Erklärung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es echt nicht. Also das ist jetzt hier ein bisschen zu groß für mich, das Rätsel. Die Leiter muss ja auch prinzipiell irgendeinen Sinn und Zweck haben. Aber welchen hat sie? Also eventuell einfach nur als Abkürzung. Falls man meinetwegen hier den Block verliert, dann kann man ihn hier mit runternehmen, dass man halt mit dem Block sich einen neuen Eisblock holen kann. Glaube ich zumindest. Aber wie komme ich jetzt hier vorbei? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier... ups. Irgendwas, was mir helfen könnte. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal ganz kurz mit dir durch. Ich will noch mal auf die andere Seite gucken. Ob ich nicht irgendwas übersehen habe oder so. Eventuell hier unten. Nee. Ja, mein Freund, ich habe eigentlich Eis für dich. Deine bestellte Lieferung, aber... ich kann es dir halt gerade nicht bringen. Das ist mein Problem. Ich wollte es dir echt ganz gern geben. Aber, ja, es ist halt hier gerade voll der Stau auf der Straße. Deswegen komme ich nicht durch. Hier drinne ist wirklich nichts irgendwie, oder? Ja, das war eine gute Idee auf jeden Fall, hier durchzulaufen. Alter, was bin ich denn für ein Idiot gerade? Hat auch vorhin auch so schön geklappt. So, komm, hilf mir mal ganz kurz, Blocky. Au. Er schlagt mich nicht. Er hat auch keinen Bock mehr, mir als Hilfe zu dienen. Ich weiß es echt gerade nicht. Habe ich irgendwas hier unten übersehen?
Nicht wirklich. Oh Gott, Hilfe. Ja, wisst ihr was? Ich weiß ja nicht, ob der Block halt wirklich die normale Größe haben muss. Vielleicht funktioniert es ja auch einfach, dass ich ihn mir jetzt nehme. Nein, warte mal, ich kann da gar nicht durchlaufen. Ich wollte jetzt einfach durchlaufen mit dem, aber das geht ja nicht. Das würde ja nicht funktionieren, weil es ja... So geht's ja auch nicht, weil dann kann ich ja keinen weiteren Block hochheben. Kann ich nicht einfach hier oben irgendwie dran kleben oder so? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Warte, was wäre, wenn ich einfach durchwerfe? Moment, das probiere ich. Er übersteht das auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, ob das dem... hallo? Kannst du hier herkommen? Ob das dem Typen vom Schrein jetzt hier reicht, dem Eiswärter. Ja, es ist ein bisschen geschmolzen, mein Freund, aber ich hoffe mal, das ist nicht dein großes Problem hier. Ich meine, den Unterschied merkt man gar nicht. Und das ist auch scheinbar richtig. Okay, wundervoll. Hier ist eine Lieferung. Bam, bitteschön. Einmal Eis in die Fresse. Ja, okay, das war jetzt eigentlich... Ich habe mir jetzt viel zu viel Gedanken drum gemacht. Das war nicht wirklich schwer. Das war aber ein mega cooler Schrein. Sowas kann es gern nochmal geben. Hat voll viel Spaß gemacht. Okay, gut. Das war's von diesem Part. Breath of the Wild. Im nächsten Part werden wir dann die Krone zurückgeben. Also, ihr wisst, was ich meine. Den Helm, was auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.